Ich möchte jetzt nun Frau Dhananjay Deodhar und Frau Lena Narke ganz herzlich begrüßen. Sie werden über Studium in Deutschland sprechen. Frau Lena Narke arbeitet in der DAD Außenstelle Neu-Delhi und ist dort zuständig für die Alumni-Arbeit und die Germanistik in der Region Südasien. Frau Dhananjay Deodhar arbeitet im DAD Informationspunkt Pune und ist zuständig für DAD-Aktivitäten in der Region Maharashtra und Gujarat. Liebe Frau Deodhar, liebe Frau Narke, herzlich willkommen bei GetVico Fair und 20. Wir freuen uns über Ihren Vortrag und übergebe Ihnen nun das Wort. Ja, danke. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Vorstellung. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Goethe-Institut für diese Einladung. Genau. Herzlich willkommen auch zur Präsentation Studium in Deutschland. Ich bin Nena Narke. Ich bin beim Regionalbüro des DAD zuständig für Alumni-Angelegenheiten und für die Germanistikprogramme in der Region. Und zu dieser Region zählen auch Nepal, Bhutan, Bangladesch und Sri Lanka. So, diese Präsentation. Ich versuche weiter zu klicken. Genau. So, diese Präsentation gibt Ihnen einen kurzen Überblick über den DAAD, dessen Funktionen und Schwerpunkte. Außerdem werde ich Ihnen auch eine Übersicht der deutschen Hochschullandschaft geben und meine Kollegin vom DAAD Information Point Pune, Dhananjay, erzählt Ihnen dann mehr über das Bachelorstudium in Deutschland. Der Deutsche Akademische Austauschdienst oder auch ganz beliebt in Indien DAAD genannt, ist eine Selbstverwaltungsorganisation und vertritt die deutschen Hochschulen. Das sind etwa 240 Mitgliedshochschulen. Und dass der DAD eine Förderorganisation ist, ist vielen bereits bekannt. Es werden jährlich über 145.000 Individuen gefördert. Und wir sind auch ziemlich überall in der Welt vertreten. Wir haben 69 Büros weltweit. Aber unsere Schwerpunkte liegen auch in der Internationalisierung und in der akademischen Kooperation. Also wir haben darunter viele Austauschprojekte. Wir vermitteln Expertise und Know-how für Akteure in der Wissenschaft und Politik. Und wir fördern natürlich auch die deutsche Sprache und die deutsche Kultur. Das ist auch ein wichtiger Aspekt der Arbeit des DAD. Und darunter haben wir zum Beispiel das Stipendium Hochschul-Sommerkurs. Wir haben das Institutspartnerschaftsprogramm namens Germanistische Institutspartnerschaften. Und wir haben natürlich auch noch das Lektorenprogramm. Wir haben derzeit zwei Lektoren in Indien, an der SPPU in Pune und an der Delhi University. Genau, so sieht unser Budget aus. Der größte Anteil unserer Förderung kommt vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland. Zunehmend jetzt auch von der EU. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Warum sollte man in Deutschland studieren oder was macht Deutschland so attraktiv? Und auf diese Folie können Sie fünf sehr, sehr gute Gründe dafür sehen, nämlich die starke Verbindung zwischen Theorie und Praxis, beziehungsweise zwischen der Forschung und Industrie, eine Vielfalt von Studiengängen und auch die Tatsache, dass Deutschland ein relativ sicheres und wirtschaftlich stabiles Land ist in der EU. Man hat natürlich auch nach dem Studium die Möglichkeit, sich professionell zu entfalten und man kann immer auf eine sehr hohe Qualität der Forschung und Lehre in Deutschland verlassen. Also das kurz zusammenzufassen, es gibt mehr als 400 Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, wo man über 20.000 Studiengänge finden kann, studieren kann. Es gibt also eine große Bandbreite an ganz diverse Institutionen und Hochschulen.
Und was die Zahlen betrifft, also wie viele internationale Studierende wir in Deutschland haben, es sind 13,8% an deutschen Campi kann man wirklich viele internationale Studierende finden. Das ist eine sehr hohe Anzahl. Deutschland bleibt weiterhin das beliebteste Land in der EU für Hochschulbildung. Und auch indische Studierende bilden da die zweitgrößte Gruppe von internationalen Studierenden. Das ist, wir haben im Wintersemester 2019/20 zum Beispiel Rekordzahlen. Also diese Folie zeigt es nicht, aber wir haben vor kurzem vom Statistischen Bundesamt mitbekommen, dass man derzeit von einem Anstieg von 20,85% sprechen kann. Also die aktuelle Zahl liegt bei 25.149 indische Studierende in Deutschland. Und wo studieren denn diese über 25.000 indische Studierende? Man hat in Deutschland hauptsächlich zwei Arten von Hochschulen. Man hat auf der einen Seite die Universitäten, die klassischen Universitäten, und auf der anderen Seite die FHs oder Fachhochschulen, auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften genannt. Also unter Universitäten hat man auch die technischen Universitäten, man hat auch Hochschulen für Film, Musik und Kunst. Aber wir konzentrieren uns auf die zwei Arten von Unis, University of Applied Sciences, wie man es auf Englisch nennt, oder Fachhochschulen, und die Unis, Universitäten. Also die Universitäten, die haben eher einen methodischen oder theoretischen Ansatz. Nicht alle Seminare an einer deutschen Uni sind vorgegeben, nicht alle Kurse sind vorgegeben. Das heißt, die sind alle kombinierbar. Man hat eine gewisse Flexibilität, was die Kurse angeht. Es gibt ein breites Spektrum an Fächern, die man dort studieren kann, und den akademischen Abschluss, den man bekommt an einer Uni, ist der Bachelor, Master, aber auch eine Promotion kann man abschließen an einer Universität. Dagegen an einer Fachhochschule ist es eher praxisorientiert. Das heißt, man hat eine starke Verbindung mit der Industrie. Es gibt einen festen Lehrplan. Es ist nicht so flexibel, was die Seminare und Kurse angeht. Man kann wirklich sehr, sehr spezifische Kurse an einer Fachhochschule studieren. Als Beispiel, man kann Weinbau und Önologie an einer FH studieren zum Beispiel. Das ist sehr spezifisch. Und man kann, wie man es auf der linken Seite sieht, einen Bachelor und einen Master absolvieren an einer FH, aber keinen Doktor kann man machen. In der Regel. Also zum Thema Studien, also ich gehe zurück zur vorigen Folie. Okay, kann ich nicht. Okay. Also das hilft jetzt zur allgemeinen Orientierung. Ganz wichtig wäre hier die Frage, was möchte man machen? Also man soll sich fragen, was möchte ich denn studieren? Was möchte ich nach dem Studium machen? Was sind meine Stärken? Und dann könnte man mit der Vorbereitung fortfahren. Also die richtige Planung ist wirklich das A und O. Und mit dieser Planung und Vorbereitung sollte man möglichst früh anfangen. In der Regel sind die meisten staatlichen Unis in Deutschland gebührenfrei. Es könnten aber trotzdem Studiengebühren anfallen, beispielsweise für spezialisierte Kurse oder Studiengänge wie MBA mit besonderen Schwerpunkten. An privaten Hochschulen fallen Hochschulgebühren oder Studiengebühren an, und natürlich an Hochschulen in Baden-Württemberg auch muss man Studiengebühren zahlen für Kurse. Man muss allerdings zusätzlich einen Semesterbeitrag zahlen. Irgendwo zwischen 200 oder 350 ist der Semesterbeitrag. Das sind quasi Verwaltungskosten, und dafür bekommt man ermäßigte Tickets für die Öffentlichkeit, öffentliche Verkehrsmittel zum Beispiel, oder für die Mensa. Man kriegt Ermäßigungen in den öffentlichen Raum, bei kulturellen Angeboten, in Museen und so weiter. Also man soll sich am besten auf der Uni-Webseite darüber informieren.
ob Kurse Studiengebühren beinhalten oder nicht. Man kann natürlich neben dem Studium auch Studierende dürfen 120 volle Tage und 240 halbe Tage ohne Arbeitsgenehmigung arbeiten. Also das Spektrum hier ist wirklich groß. Man könnte kellnern, aber man könnte auch in der Bibliothek arbeiten. Wichtiger Betrag, womit man pro Monat rechnen könnte, es sind etwa 853 Euro geben wird. Essen natürlich, aber das ändert sich. Diese Zahl sieht ganz anders aus, je nach Lebensstil, je nach Stadt, in der man wohnt. Und natürlich, wenn man jeden Abend feiern geht, dann sieht diese Summe natürlich ganz anders aus. Also, das war mein Teil der Präsentation über allgemeine Informationen über Studium in Deutschland. Und damit möchte ich an meine Kollegin Dhanashree übergeben. Sie wird Ihnen dann Auskunft geben über das Bachelorstudium in Deutschland. Ja, vielen Dank, Nena. Und aus meiner Seite auch herzlich willkommen an die Präsentation. Und wie Nena sagt, werde ich Ihnen dann über die Bachelorstudium in Deutschland mehr Informationen geben. Wir konzentrieren heute auf Bachelor, weil die Voraussetzungen ein bisschen unterschiedlich sind. Die Erkennungsunterschiede im Vergleich zu Masterstudiengängen in Deutschland. Weil für Masterstudiengänge kann man direkt sich bewerben, die Voraussetzungen sind so gleich und man kriegt eine direkte Zulassung. Aber für Bachelor sind Deutschland, also was jetzt Nena über Hochschultyp, Lebenskosten und Arbeiten in Deutschland erzählt habe, das bleibt für Bachelor und für Master das Gleiche. Wenn wir über Bachelor in Deutschland reden, dann das Bachelorstudium besteht aus 6 oder 8 Semester, das heißt, meistens dauert das Studium 3 Jahre, aber selten gibt es Kurse, die auch 4 Jahre lang dauern. Deutsch ist natürlich die Unterrichtssprache in den meisten Studiengängen in Deutschland. Es gibt sehr wenige Studiengänge, die auf Englisch sind. Also wichtige Studiengänge sind auf Englisch. Besonders dann im Bereich Ingenieurwissenschaft und Wirtschaft. Eine deutsche Hochschule zum Bachelorstudium zu berechtigen, benötigt der Student das Hochschulzeugnis, das das deutsche Abitur entspricht. Also das ist die wichtigste Voraussetzung, wenn man Bachelor in Deutschland studieren möchte. Nächste bitte. Ja, dann es gibt 3 Möglichkeiten, wenn man das Bachelorstudium in Deutschland anfängt. Also die Studenten, die an einer IB oder internationale Schule studiert haben, berechtigen zu einer direkten Zulassung zum Bachelor. Also hier der Schulabschluss entspricht deutsch Abitur. Aber für diejenigen, die nationale oder regionale Schule besucht haben oder das Hochschulabschluss nicht das Abitur entspricht, gibt es dann weitere 3 Wege. Also entweder Studienkolleg, es gibt solche Zulassungsprüfungen für IIT in Indien zum Beispiel. Wenn man die besteht, dann kriegt man eine direkte Zulassung. Und wenn man ein Jahr Bachelor in Herkunftsland abgeschlossen hat, kriegt man eine Zulassung zum Bachelor. Weiter. Ja, also wir sehen jetzt über Studienkolleg, also was das hieß und wie man dafür sich bewerben kann. Also die Studienkollegs sind Einrichtungen an Universitäten und Fachhochschulen. Nicht jede Hochschule hat ein Studienkolleg, aber es gibt dann mindestens 1 in der Region, das zuständig ist. Der Student bewirbt sich zuerst an die Hochschule, wo er sein Bachelor studieren möchte. Das akademische Ausland der Hochschule hilft die Studentin dabei, das passende Studienkolleg zu finden. Der Student übernimmt die Aufnahmeprüfung des Studienkollegs. Dafür muss er unter anderem einige Voraussetzungen erfüllen. Das Wichtigste ist natürlich gute Deutschkenntnisse, also bis zum Level B2 des europäischen Referenzraums, muss ich sagen. Dann muss er natürlich genug Geld haben zum Leben in Deutschland.
also Finanzierungsnachweis und ein gültiges Visum, weil der Aufnahmetest und auch das Kolleg in Deutschland stattfinden wird. Der Besuch eines Studienkollegs ist an staatlichen Hochschulen in der Regel kostenlos. Allerdings müssen die Kursteilnehmer den für Studierende üblichen Semesterbeitrag zahlen. Der Kurs an einem Studienkolleg dauert in der Regel 2 Semester oder fast 1 Jahr. Im Schluss muss der Student die Feststellungsprüfung ablegen. Wenn der die Prüfung bestanden hat, kann der Student sich für ein Bachelorstudium in seiner Fachrichtung bewerben. An einige Studienkollegen kann man die Feststellungsprüfung als externe Feststellungsprüfung sozusagen ablegen. Aber das bedeutet, dass man muss dann keinen Studienkolleg vorher besucht haben. Aber dies zu machen, also direkt diese externe Feststellungsprüfung abzulegen, ist wirklich dann schwer. Also dafür gut ist, wenn man diese Studienkolleg dort in Deutschland macht. Weiter. Also es gibt natürlich verschiedene Studienkollegarten, je nach dem Hochschultyp oder je nach der Fachrichtung. Also wenn man an Hochschulen sieht, also es gibt dann M-Kurse, W-Kurse, also M-Kurse dann sind für Medizin, also dann T-Kurse ist für Technologie, W-Kurse ist für Business oder Wirtschaftswissenschaft. Und genauso gibt es dann verschiedene Kurse in Fachhochschulen, und also die heißen also besonders für technische Kurse und auch für Wirtschaftswissenschaft oder Sozialwissenschaften auch. Also es gibt eine besondere Webseite dafür, die hieß studienkollegs.de. Da kann man die ganze Information finden. Also dann ist der zweite Weg, also wie kann man sich bewerben, wenn man 1 Jahr in Herkunftsland studiert hat. Also es ist möglich, also wenn man in 1 Jahr, also nach der 12-jährigen Sekundarschulabschluss 1 Jahr Bachelor in Herkunftsland absolvieren und dann kann der Student sich direkt an einer deutschen Hochschule für ein Studium in Fachrichtung ihres bisherigen Studiums sich bewerben kann. Also der Fachrichtung soll das gleiche sein. Nächste bitte. Ja, wie ich schon früher erwähnt habe, es gibt einige Studiengänge auf Englisch, aber vergleichbar zu Deutsch ist die Zahl der sehr gering. Also mehr deutschsprachige Studiengänge für Bachelor. Also hier sieht man diese 2000 plus Zahl. Das zeigt eigentlich alle Studiengänge von Bachelor, Master und PhD in Deutschland, die auf Englisch unterrichtet werden. Aber hier wichtig ist die Webseite, worauf Sie die Datenbank aller Studiengänge leicht finden können. Also wenn Sie Kurse auf Englisch suchen, dann bitte gehen Sie zu dieser International Program Webseite. Und das ist eine ganz einfache Webseite, wo man wirklich je nach der Fachrichtung und je nach dem Studiengang Kurse suchen kann. Ja, und ich glaube, soweit ist alles von uns und hier sind unsere Kontaktdaten, die Sie gern an Ihre Studentin weiterleiten. Das ist eigentlich die Kontaktdaten von Außenstelle und die Webseite ist besonders wichtig, also dad.in, also das gibt dann mehr Informationen über regionsspezifisch, über die Stipendien für die Studenten, für die Region und verschiedene Veranstaltungen, die wir über das Studium in Deutschland veranstalten oder anbieten. Also dann, Sie können darauf gehen. Weiter bitte. Ja, genau. Und über Pune hat auch Nena das gezeigt. Also info.pune hat, also ihr könnt auch uns erreichen. Also Pune ist zuständig für Gujarat und Maharashtra und wir haben noch, also wie Nena schon erwähnt, wir haben viele Informationspunkte und Außenstellen, in Thailand, Sri Lanka, Bangladesch, überall, Usbekistan, überall haben wir Infopunkte mindestens oder eine Außenstelle. Und da könnt ihr besonders die Information kriegen. Hier möchte ich auch hinweisen, also das ist dieser QR-Code, also könnt ihr auch darauf gehen oder wir haben diesen Link hier. Und das ist von unserer Newsletter. Und wenn Sie darauf gehen, dann kriegen Sie regelmäßig, also pro Monat, unsere
Online-Newsletter und das ist besonders wichtig, weil da steht viel Information über die Stipendien, neue Programme, neue Veranstaltungen. Und hier, also zum Schluss, möchte ich gerne die Möglichkeit auch nutzen, Ihnen vor den privaten Agenturen zu warnen. Also es gibt heutzutage viele Agenturen, die manchmal falsche Informationen vermitteln oder etwas Falsches versprechen. Also wir empfehlen als DAD, dass alle Studenten sich auf die DAD-Seite gehen und die Informationen finden und direkt also mit der Universität Kontakt aufnehmen. Und wenn Sie was Fragen haben, dann alle Informationspunkte und Aussichtsteller bieten dann Beratungsmöglichkeiten. Also Sie können sich beraten lassen bei uns. Das ist alles von meiner Seite. Danke. So, liebe Frau Narke und liebe Frau Deodhar, herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag. Und ich beginne jetzt mit Fragen. Also eine Frage haben Sie schon beantwortet. Und es gibt noch eine Frage. Welche Angebote gibt es für Studenten, die Deutsch und Sanskrit weiter in Deutschland studieren wollen? Sanskrit, ja, es gibt natürlich Programme, also die Deutsch und Sanskrit weiter in Deutschland studieren wollen. Also, aber das sind, also es gibt nicht so was wie Bachelor in Sanskrit oder Master in Sanskrit. Also dafür kann man die Kurse unter Indologie studieren. Also dann, wenn man auf unsere Datenbank geht, kann man also diese Information International Programs, da kann man Programme also darunter finden. Also muss man unter Indologie dann Kurse suchen. So, jetzt gibt es keine mehr Frage. So, herzlichen Dank noch einmal für den Vortrag. Und